Ja, Herz Classics ist heute unser Drehort für unser neues Video auf unserem Low Society Kanal und wir haben da wirklich ein paar Schmankerl. Über 10.000 PS in den heiligen Hallen von Herz Classic in Wien, in Österreich, und wir fangen da gleich mal an mit einem VW Käfer, Baujahr 71, 44 hasse sportliche PS, aber damals war das halt ausreichend. Und man muss sogar dazu sagen, das ist ein originales Cabrio. Nichts Geschnittenes, nichts Gefaktes, sondern wirklich ein originales Cabrio, so wie wir das gerne haben. Ja, next one ist ein 2CV alias die Ente. Und da haben wir mal ganz geschmeidig ein 81er Baujahr. Und falls ihr euch denkt, warum ich da immer ein bisschen wieder umschiegel, ja, da steht wer, der hat die Daten. Natürlich, weil sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Ja, wir haben da ganz geschmeidige 29 PS in dieser Ente drinnen. Quietsch, Entengelb. So muss das sein. Warum? Naja, Herz hat natürlich auch die Farbe Gelb und Herz Classics haltet sich natürlich da ganz strikt an die Geschichte. Ja, weiter geht es mit einem Triumph 64er Baujahr. Da haben wir schon wieder ein bisschen mehr PS, da haben wir geschmeidige 101 PS. Wir haben die dreistellige PS-Marke geknackt und das Schöne ist, die Fahrzeuge kann man alle mieten. Das heißt, die Fahrzeuge sind wirklich in der Vermietung drinnen, in der Klassikvermietung, und das ist einzigartig auf der gesamten Welt. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen in der Leistungsstufe nach oben, und zwar mit einem Austin Healey 3000. Der hat dort schon 156 PS und da schauen wir uns jetzt einmal die zwei Geräte an. Direkt daneben steht ein MGC. Und ihr kennt es da ein bisschen an den Baujahr, das ist ziemlich ident, 65, 69. Aber dieser MG, das ist ein Sondermodell. Es hat die MGB-Serie gegeben mit 4 Zylinder und dann hat es die MGC-Serie gegeben mit einem 3 Liter 6 Zylinder. Das heißt, im Austin Healey wie auch im MGs ist der gleiche Motor drinnen. Man muss denken, aber die Geräte haben noch kein Gewicht. Wenn wir uns jetzt einmal reinschauen, jetzt gehen wir da mal zu dem Austin. Das ist schon ein kleiner Rennsemmel. Jetzt bin ich gespannt, ob ich überhaupt reinkomme mit meinen 1,90 m. Aber ein bisschen eine Kraxlerei und plötzlich sitzt man drinnen in dem Gerät. 3 Liter, 156 PS. Das heißt, das macht schon richtig Spaß. Ich sage euch eins, groß sein darf man da nicht. Ja, und jetzt sind wir da hier bei einem 59er MGA. Das Auto ist ein bisschen, ja, muss man sagen, ein bisschen was Spezielles. Kein Gewicht, 930 Kilo, dafür aber auch keine Leistung, nur 72 PS. Das heißt, wir reden von rund 13 Kilo pro PS. Aber mir ist gesagt worden, wenn man mit dem Gerät so Bergstraßerl fährt, Weinstraßen fährt, kriegt man richtig coole Gefühle. Und ich muss sagen, das hat schon was, dieses Nostalgische, einfach dieses Oldschool-mäßige, weil Oldschool ist halt einfach einmal fein. Es wird alles immer moderner, heutzutage schon Elektroauto, Wasserstoffauto. Das ist halt noch Oldschool, so macht das halt Spaß. Und da werden wir jetzt einmal reinschauen, wie der Motorraum so ausschaut. Ja, 4 Zylinder, 72 PS, und schaut euch bitte mal dieses Prachtexemplar an. Da ist halt wirklich eine relativ einfache Motorentechnik drinnen. Das kann man, glaube ich, auch noch relativ gut servicieren. Aber da ist halt einfach nichts da. Also wenn ihr es anschaut, die Motorhaube, das ist halt ein Hauch von nichts. Das ist wie wenn sie eine Freundin da haben, einfach einmal KW schauen zieht. Ja, jetzt geht es ab in die 60er Jahre. V8 Bauer aus Amerika mit einem 4,6 Liter Motor und ordentlich Dampf unter der Haube. Und zwar reden wir jetzt davon einer Corvette C1. Mit dem hat eigentlich der American Dream so richtig angefangen. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, dieses Fahrzeug hat so viele geniale Details. Und ich nehme euch da jetzt mal ein bisschen mit her. Es fängt beim Logo an. Das Logo ist wirklich eine Glasscheibe, Plexiglasscheibe, und unterhalb ist wie so eine Schüssel drinnen. Ja? Aber das sind genau die Details, die das Auto ausmachen. Wunderschöne Form, das gesamte Auto, wirklich die Silhouetten faszinieren mich selber. Wir haben jetzt da das Auto ein bisschen länger mal wirken lassen und das ist einfach krank. Allein wenn man anschaut, was man muss denken, 1959. Das war ja ein bisschen ein Zwitterjahr, kann man fast sagen. Das war so eine Mischung zwischen Einspritzer oder noch Vergasermotor. Diese Corvette C1 hat noch den geilen Vergasermotor, das heißt, da haben wir einen richtig genialen Sound auch dabei. Allein, wenn du schaust, die Silhouette, die Tür mit der Einkerbung, und das, was mir am meisten fasziniert, ist wirklich im Innenraum drinnen. Und da werden wir jetzt einmal ganz kurz reinfilmen. Dieses Armaturenbrett ist einfach grenzgenial. Also wirklich verrückt, wie sie da in den 60er Jahren schon gebaut haben. Und natürlich Cabrio
Handschalter und österreichische Erstauslieferung. Aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen den Booty zeigen. Ja, und genau, da seid ihr ja. Genau da ist jetzt der schöne Hintern von dieser Corvette. Und allein, man muss ja eins dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Rücklichtern. Das ist jetzt meiner Meinung nach die etwas schönere Art. Und schaut einmal das an. Aus der Stoßstange raus kommt der Auspuff. Also wirklich ein wunderschönes Gerät und natürlich auch in der Vermietung bei Herz. Autovermietung. Ab geht's zum nächsten Gerät. Ja, wenn die Corvette noch immer zu schwach war, der muss dann diesen Ford Thunderbird fahren. 5,8 Liter V8 Power und mir ist gerade vorher gesagt worden, bei dem Gerät muss man einfach 200 Meter vorher bremsen. Das Gerät schiebt einfach weiter, es ist wurscht. Es hat einfach einen massiv schweren Motor fuhren und Trommelbremsen, die halt noch im, sag ich jetzt einmal, nicht neuester Version sind, weil, man muss da ein bisschen schauen, ich kann da ein bisschen mitschummeln, 57er Baujahr. Also, da waren die Trommelbremsen halt auch noch nicht die besten. Von dem her, und man hat gesagt, es ist das größte Auto da herinnen und sicher das gemütlichste Auto von vorn her, aber einsteigen wird angeblich für mich relativ schwer werden. Und ich bin da jetzt einmal gespannt, wenn wir da mal vorsichtig aufmachen. Also ihr seht schon, das Lochel da ist relativ eng, aber ich probiere mich da jetzt mit meinen 1,90 m mal zum Einquellen. Es ist, ja, relativ eng, aber gerade sitzen darf ich nicht, weil wenn man da jetzt einmal oben schaut, kommt original die Melone raus. Also wie ihr seht, das ist wirklich eine enge Angelegenheit, aber muss ich sagen, allein der Geruch. Der da in dem Auto erinnert ist. Das ist oldschool, das ist cool, das ist richtig so das amerikanische Gerät, wo man einfach am liebsten über die Landstraßen cruisen wird. Ab geht's zum nächsten. So muss das sein. Hupen auf alle drei. Passiert? Ups. Ja, und trotzdem 65er Baujahr von diesem Ford Mustang. Hat es da schon was Klassisches gegeben und es ist halt wirklich so richtiges Amerikanische. Aber, weil das Verdeck geht einfach schon mal elektrisch auf. Das ist halt genauso, wie man sich das vorstellt. Oldschool, aber trotzdem modern. Und so lässt es leben. So wird es über die Straßen fahren lassen. Ford Mustang, die Legende lebt. Ja, und 4,8 Liter betreiben diesen wunderschönen 65er Ford Mustang in Rot, ein Cabrio. Ich muss euch sagen, ich habe mich schon ein bisschen verliebt. Also, es ist schon ein wunderschönes Gerät. Das ist halt wirklich V8, so wie man sich das vorstellt. So würde ich gern echt einmal durch die Weinstraßen bei uns fahren. Und ich glaube, dass das 2021 auch der Fall sein wird, dass wir uns das Gerät einmal holen. Hilft euch nichts. Weil Herz Classics Autovermietung gehört auch ausgenutzt. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Von dem Video wird es noch einen Teil 2 geben, den werdet ihr nächste Woche sehen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, 20 Uhr. Euer Tommy. Ciao, servus.